Format zu. Da habe ich verschiedene Systeme, mit denen ich das formatieren kann. Ich habe jetzt die Ente fest, das sieht man wieder, das ist lokaliert. Das ist losgeht aus dem System heraus, ungemountet, unmountet, grafisch. Jetzt kann ich das formatieren. Ich kann es auch zu, wie auf die Mac-Geschichte, XFS oder so, nicht, ja, die FS war es jetzt mehr. HFS plus HFS, die Mac-Geschichte. Unter Linux gibt es verschiedene Dateisysteme. Der Datenbank, andere oder was. Wenn es im User-Bereich Extended Fair Standard gibt, wurde Geschichte, sehr robust. Das sind die Vorgänger. Da hat man kein Journal gekauft. Das war schon von guten Weg und das ist jetzt Standard Extended 4, V32 Gang. Twitter ungefähr warum die ganzen USB-Stick auf V32 lässt, wie es funktioniert. Das kann ich ja echt nicht erzählen. Hast du schon einmal mit dem Programm Partitions von einem Rechner verändert, die von Windows gebraucht werden? Und das funktioniert ja. Das geht auch mit dem UEFI gut und dem ganzen Theater. Ich habe noch nie UEFI gehabt. So. UEFI brauchst du erst eigentlich auf 2 Terabyte. Das ist Ja, da kommt der Secure-Boot dann auch noch zum Genau, da wird es dann schon so groß drin. Ja. Da geht dann keiner. Alle, ich glaube, ab 2012 alle Linux-Distributionen können mit dem UEFI. Aber kann sich unter Drehbuch geben. Wie ich wollte ausschließen. Im Prinzip gehen wir nicht mehr umgehen. Das Secure Boot ist eigentlich nur da, dass dein Boot-Prozess kein Schadsoftware im Gehirn spielen wird. Naja, das verhindert aber auch, dass du bei den Genau, dass ein andere dazu läuft. Zum Beispiel eine Schaltung ist oder was auch immer. Das verkompliziert das Ganze nicht wirklich. Ich versuche immer verzweifelt, weil Dell und das Tablet zu sichern, so wie früher und da, aber es geht mit Linux nicht so viel Trick probieren. Wie ein User sichern? Er hat UEFI und er lässt mir nicht zu, von irgendeinem Datenträger zu tun, sei es ein DVD, sei es Windows, okay, so. Aber live, Geschichte auch nicht, gewartet live, probier mal. Es gibt von gewartet an live Version, das ist und ist 100 MB oder was anderes. Ist auch im Image das gewartet drauf? Ja, aber das kann man auch installieren. Innerhalb im Paketmanager. Ja. Oder vielleicht ist eh um. Also auf dem Datenträger, das nichts noch einstellen, das soll ich auch. Aber der springende Punkt ist, wenn ich jetzt die Pakete noch installiere, UFS, was führt man da noch, X32, mit dem komme ich locker aus. Wie schaut denn das aus? Wo ist denn da was jetzt da hin? Das ist ja nicht wieder beschreibbar, das war nichts. Das ist schon klar, da kann ich machen. Das muss ich das mal wechseln. Ja, ich kann ein Image was machen und dann im Image kann ich dann vorreiten. Jeder hat eine andere Strategie. Ist so. Die Wetter kann was rein. Wie soll ich daraus dazu installieren? On the fly? Ja. Alles, was du installierst, kommt in Deutsch weg. Das ist richtig. Wenn du dann ausschaltest, ist es weg. Ja, passt ab. Kann nichts schief gehen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist noch ein neues System und sagt, bitte gut, ist ja da zum Wiederinstallieren. Wo ist denn mein Linux installiert? Wer ist denn das? In der Wertekompatibilität. Nein, der SDR6. Der SDR6, der tut das gut. Genau, wie groß ist das? 22 Kilo. Wie viel habe ich verwendet? Die Hälfte. Da ist aber schon ziemlich ein Kugelkabinett drauf. Ohne Programm. Du kriegst aber dann beim Windows 7 vor allem Betriebssystem. Mit nichts ums Spiel. Da ist eine Home-Partition. Da kann sich schon rot tun. Das ist meine NTFS-Partition. Kann ich da zugreifen. Kann auf NTFS lesen und schreiben. Da
umgekehrt von Windows auf Linux? Schwierig. Das geht nicht. Über 17 Ecken und Arsch. Nein, sicher nicht. Kann man nur 7 Ecken und Schweigen nicht so. SSS schreiben fordert ein Frieden wieder zu einem rechten Problem. Hier ist auch ein Sammelschutz geworden, ja. Über 17 Ecken. Wo ist denn das? Gegen wir den Windows-Kollegen wieder ein. Mount auf. Interface fix. Wirkt ihm die Partition so benannt. Gehe ich nicht aus. Wie der da unten Arbeiter ist. Okay, wo bin ich? Einkippen. Ist im System. Was bringt der Linux jetzt, dass das wieder einkippt hast? Okay, dass das die Partition zugreift. Wenn ich es ungemountet habe, sehe ich es nicht. Ist aus dem System. Kannst du das reparieren? Bitte? Kannst du das reparieren? Ja. Aber das muss man nicht. Ja, wo die Erfolge ist aufgeschrieben. Da ist die Ente für sich, ne? Da kann ich mal erstellen oder immer. Neue Ordner. Wurscht. Auf Interface fix habe ich zum Beispiel meine Systemsachen. Ich meine Windows ISO, meine Instruktions, wie das heißt, wenn ich auf Linux bin oder Windows wurscht, kann ich mir zugreifen. Warum ist der Test, die mit dem Windows? Von Windows, aber Linux-Dateisystem. Macht keinen Spaß. Hast du Schwierigkeiten schon erlebt, wenn du von Linux in NTFS herumfuhrst? Früher, in 2006er Jahren. Ja. Da war es schon oft. Es ist ja alles Reverse-Engineering, ich meine, das ist ja groß zu mir. Ja. Die Typen müssen ja das eigentlich von der anderen Seite aufarbeiten und dann der Treiber heißt NTFS 3G, glaube ich, Third Generation oder so. Also jetzt gibt es kaum Probleme mehr, oder wie? Eigentlich kommt drauf aus, braucht vermutlich, oder? Ja, aber kann Sie auch einfach die Regulierung aufnehmen? Ich hoffe, dass das funktioniert. Im Home-User-Bereich, nein. Aber im Produktionsbereich nicht, hat man NTFS vermischen. Also die NFS arbeitet nicht mehr anders. Das, was, wenn man das sieht, beim Treiber, sind ja auch auf dem Main-Treiber. NTFS 3G. Das ist der Treiber. Und greife zu auf meine NTFS-Partition. Das ist mein, das was ich jetzt ausgehend habe. NTFS 6. Und da ist mein Home. Ich habe recht auf Extended 4, das ist der T-System ausgedrückt. Da habe ich noch ein paar Parameter dazu gegeben. Weil ich brauche das nicht die Zeit stehen, wenn ich im Privat-User-Bereich das geht. Ich bin weiß. Ich spiele. Auch nicht. Das war Spülerei. Genauso da bei meinem Linux. Bei meiner Root-Partition. Viel mehr ist da nicht. Zwar hat mir eine Partition. Ich bin hier. Und hat auch kein Dateisystem. Das ist eine ganz wichtige Datei, die heißt FSTAB, File-System, Tablet oder Tab-Table, was auch immer. Die entscheidet eigentlich, wo das ganze Grundwort eingeklickt wird. Das kann ich normal mitschreiben. Da ist nicht viel mehr drauf. Das Kollege sagt, das ist NTFS 3G. Das ist das Engineering, sozusagen entwickelt worden. Das heißt, die haben gar keine Standards, auf die sie sich anwenden können und müssen das sozusagen durch Experiment und Programmierung. Gibt es das überhaupt? Ich glaube, ganz am Anfang haben sogar die DLL hergenommen und haben die angepackt. Ach so, tatsächlich. So verpackt ist. Also, es hat am Anfang sicher Preisung gegeben. Aber jetzt da ist es eigentlich ja. Ich habe noch nie eigentlich jetzt sehr Schwierigkeiten gehabt, muss ich ehrlich sagen. Man sieht da die 0-0 daneben, ne? Das heißt, es wird dann nicht gecheckt, weil man das dann zu befreien. Wenn ich checken will, muss ich ja Windows anwerfen und mit File-System checken, mit Checklist oder irgendwas drüber fahren. Also diese Reparatur, die ich auch von Linux aus nicht. Mit dem kann ich nicht. Irgendwas, ich werde so viel zusammengeschrieben, aber nichts mehr. Und der User-Verwaltung vielleicht noch. Wie
Tisch, wo ich aufhören? Ja, weiter. Ja, du schmeckst eh, was sagst du weiter? Das ist ja wohl geil. Nein, du musst gleich noch weiter. Ich glaube, man hat die Augen zu, das ist Gleichzeitig, dass ein anderer User mit denselben Browser anmeldet, jetzt muss ich also zu so einem anderen Browser nehmen, so einem Firefox, ja. Und mit dem kann ich mich dann unter einem anderen Namen einloggen. Weißt du, was ich meine? Ist das, kann man sich bei Linux irgendwie mit zwei verschiedenen Usern anmelden? Ja, aber also, da war es gescheit, da müsste dann zweiten X-Server eigentlich. Ja, geht das? Ja, aber ist ja der Aufwand. Du hast aber öffnet jetzt den Private Browsing Mode gehst, das hat also der Firefox und der Chrome und der Design ist dann schon. Wenn Private ja, Modus sich da anfangen, dann ist Private Modus sich da in einem anderen Ordner. Bitte sehr. Aber gibt es natürlich eh auch. Wenn du mal Windows 64 zum Beispiel betreibst und mit Firefox abrufen, dann direkt zum Cyberfox umlegen, weil der 64-Bit ist. Dann wird etwas schneller. Allerdings nicht immer total Firefox-kompatibel. Das heißt, du musst die Favoriten, sprich also die Lesezeichen über eigenes Programm importieren lassen. Ah, danke. Bitte schön. Firefox. Firefox, ja. Es gibt ein zweites 64-Derivat, aber das ist nicht so empfehlenswert. Das ist das sind eigentlich die drei Dateien, die was die User-Verwaltung. Nur vom Verständnis her. Das ist jetzt die Datei. Das ist die Datei, die gibt es im Passwort. Das hat jetzt auf der Reihe übersichtlich, welche User am System angelegt haben. Das sieht man mit einem Blick. Der erste User hat immer die User-ID 1000 und die Full-ID 1000. Es gibt, glaube ich, bei SUSE, da fangen sie bei 500 an. Alles, was darunter ist, ist das System-ID bekannt. Fragt ihr Nutzername, wo ist mein Home-Verzeichnis? Bin ich da rein? Was für ein Shell verwenden? Es gibt ein Z-Shell, es gibt ein Bash. Bash heißt Burn Again Shell. Ist eigentlich Bash ist der Standard im Linux. Das Ubuntu-Ausgut, da geht auf das Commando-Server, die man Bash. Bash ist der Commando-Zeichen, Interpreter. Das, was noch wichtig ist, X steht für Passwort. Wird das daher, danke. Passwort soll man natürlich nicht auslesen können. Das Passwort wird immer in der Shadow-Datei. Das ist zum Merkmal der ganzen Sache, weil Passwort hoch zu euch, Rätsel, da steht alles drin, was das Passwort. Das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber wenn man sich näher beschäftigt, ist das eigentlich recht logisch. Großer Modus. Ich übersetze da in den erhöhten Modus. Siehst du, gell? Ja. Jetzt die Shadow. Muss man erwarten, gell? Da muss man sich schon gehen. Mein Passwort ist gleich in der zweiten Kolonne drinnen, die war mir wurscht. Da reden wir jetzt natürlich mit Brute Force, schauen wie man das knacken kann. Die anderen Sachen da hinten, in 91.000 Tagen, ist das Passwort auch in den letzten 7 Tagen gewartet. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Ich glaube, über 200 Jahre, habe ich geschätzt. Interessiert mich dabei eher weniger. Hast du ein Passwort mit Dial Out? Ist das ein wenn Sie etwas machen, wo jetzt auf einem Linux-System ist die oberste Voraussetzung, dass ich auch die Berechtigung habe. Berechtigung wäre wie in Linux,
dritte Gruppe definiert. Das heißt, GTC Group, da sehe ich, da gibt es diese Gruppen, wo ich mich dazu schreibe und bin ich drin. Okay, da bin ich ganz oben, und da bin ich ganz unten. Und das ist normalerweise, wenn ihr Ubuntu habt, ist das eh sinnvoll eingestellt, da braucht man mal gar nichts mehr. Früher war das 2006, war es ein paar Scheiße, 2 Stunden gehen. Nein, da komme ich drauf, ich bin nicht mehr gekommen. Da bist du die Grenze. Man lernt es manchmal über den harten Weg, aber das Erste, was man schaut, ob ich überhaupt die Berechtigung. Die andere Geschichte wegen einem Passwort. Bitte! Ich muss vorher nicht, dass ich keine E-Mail haben.
Also dieses Passwort und das andere, die Heiden zu gezeichnet. Ja, aber überhaupt nicht die Engine. Ich weiß, das System, was da drin ist. Schau dir die Header an. Ah. Die ersten Header-Zeichnungen. Also eine Textdatei ist nicht einfach nur eine Textdatei, sondern die hat vorne Header. Prinzipiell alles in Linux wird als Datei behandelt. Auch die Geräte. Auch die Ordner. Im weitesten Sinne Datei, auch die Geräte. Das Einzige, was nicht als Datei kommt, sind Netzwerkkarten, sind bei einem IP-Stack dabei. Und ich. Bitte? Der Dateiheader ist auch auf DOS und Windows-Datei zu sein, weil da ist schon bestimmte Sachen gelingt, nicht für andere. Ja, Textdatei ist der nächste. Ich glaube, die zwei, da ist von Dr. DOS nach. Ja, aber ist das nicht? Das heißt dann mit anderen Worten, ich kann jede Datei als Textdatei öffnen. Das heißt, in virtuellen kannst du jetzt gerade das ist die Darstellung ist. Aber was mache ich jetzt da? Ich tue das eh so, was ihr habt auf euren Datenträger, haue ich jetzt auf meinen USB-Stick auf. Das mache ich mit dem Programm, das heißt UNET-Coding. Woher machst du das? Damit ihr euch da zeigt, wie man von der Leitung ist. Aber ich habe Ich habe schon ein optisches Laufwerk, aber das ist ein bisschen bedient. Das ist sehr, sehr langsam. Nein, langsam ist es nicht wirklich. Ja, beim Brennen habe ich gesehen, dass er Fehler macht. Ich brauche ein neues CD-Laufwerk und zwei Sparen. Kannst du aber keine Ahnung, wie du das kaufst? Nein, sicher. Für so einen für 30 Euro bekommen. Du hast aber nicht eine Idee. Wenn das mit der 10 Jahre rauskommt. Nein. Also wer das auf der Kommandozeile machen will, das ist mit dem Thema. Auf der Kommandozeile ist ein bisschen aufgeschweift, wie sicher ich meine Daten. Wie sicher nur für mich mein Master-Tool-Record und meine ETC-Files. Also sehr sicher. Was singst du das? Alles was noch aufpasst, das ist mein Rundverzeichnis. So, alles was ihr da abgeschwächt seht, das sind die Konfigurationsdateien, die bleiben ja erhalten. Die sind auf einer anderen, der, wie bei Windows, CD, was auch immer. Alles was ich einmal, wenn ich neu installieren muss, was behülfe, ja, tue ich auf der Root-Partition in 20 Minuten schaffe ich das auf, fertig. Habe ich nichts kümmern. Die Einstellung habe ich eh da. Und wenn es wirklich mit den FS-Tab, kann ich die zum Beispiel vorher wieder spülen, habe die alte ein, fertig. Ich habe das ETC-X. Also, Wort, ich will noch nie eins verwenden. Ich frage nur, weil dann kann man es nicht so leicht zurückspielen. Wenn man einen Linux, der so gekauft wird, zahlen muss, besteht eine Gefahr, dass man mit dem Support in Support hat. Ja, genau. Sonst geht nicht so einfach zurückspielen, wenn man eine Seriennummer. Ich kenne aber auch Kante, was ein Linux kauft. Also, ich kann dir sagen, von früher die installierten Personen, die lassen sich jetzt installieren, den Key brauchst du nur für die Support. Vorsicht. Da sehe ich tatsächlich mein, das ist mein Ordner, das ist mein Sicherer. Da habe ich ETC, alle Files drin, und da habe ich Masterboot Record, ich glaube, das ist ein Wert. Auf 24 Grad. Das ist ja der, die Krux, warum das im EFI ins Spiel gekommen ist. Nicht? Weil 446 Grad, die sind für Bootloader da und die anderen 64 für die Partition. Das heißt, pro Partition habe ich nur 16 Bytes zur Verfügung. 16 mal 4,
64. 64 und? Das sind 4 Partitionen. 64 plus 446. Genau, 510 und dann gibt es noch zwei Major Bits. Ich weiß nicht, ob die Major oder Minor Bits heißen. Das sind so Kontrollbits. Das passt. Das heißt, wenn Sie ja den Masterprotokoll verpfuscht habt oder wo auch immer, kann ich den zurückspielen. Wie kann ich den zurückspielen? Kommando, Dora, Dichtgang, Abstand, Input-File, ist gleich F, Device, erste Festplatte. Aufpassen, was gibt es. Output-File ist gleich, wo will ich das hier haben? Home, Backbier, Security. Jetzt gebe ich mir einen Namen, neu schreibe, ja. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, kann ich mir gratulieren und lege mich aus daran. Da kommt es wieder, ja. Der macht genau das, was ich ihm sage. Count. Einmal nur zählen. Block Size, Blockgröße, Freifangs 2. Okay, jetzt sage ich an, ruf zu von der Festplatte, von der ersten SDA, 512, Schaufelsplan, der hohen Wachstumsgröße, der hat 9. Einmal. Count 10. Ein Block soll er nicht. Einmal soll er es zählen. Einmal 512. Ach so, okay. Das ist ein Einmal auf Blocks sozusagen. Genau. Einmal 512. Also, wenn er den Count wieder. Wenn ich den jetzt den Count weglasse, tut er die ganze Festplatte in Hand. Du kannst da, wenn du sagst, du, ich scheiße auf die Partitionstabelle, die 446 nehmen. Wurscht. Aber meistens ist die Partitionstabelle auch dabei, also nehme ich alles. Da habt ihr ihn auch jetzt, da, nicht? Da unten rechts habt ihr 512, ne? Wo ist das? Da ist mein Alter, da bin ich neu. Und drunter steht es auch. Ja, unbekannt. Wenn man jetzt da unbekannt macht. Das ist ja neu. Das ist unbekannt. Das ist morgen nicht bekannt. Morgen ist auch über den Bier, ich Der Austrianer ist aber auch.
F12, meistens bei den Lenovo. Schauen wir, was er aufgibt. Default. Motivation ist direkt. Heute der Morgen. Also das, was ihr jetzt seht, seht ihr auf der CD aus, ist selber im Dunkeln. Nix. Nix. Oh ja, alles grün ist drin. Schicken wir es. Und dafür nehmen wir CD für das Stream. Dafür nimmst du CD, wenn du bei Windows da keinen Zugriff hast. Wenn du zum Beispiel ein Rechteproblem hast, Scheiße. Ihr wisst, als Administrator habe ich nicht überall Zugriff bei Windows. Ja. Ist so. Mit einer Live-CD kann ich es aussehen. Bitte aber aufpassen, ich will es wissen, was man macht. Wenn man sich nicht darauf einstellt, dass man die Bilder sind, die man nicht mehr wiederholen kann. So, das ist unsere CD sozusagen. Ja, sozusagen. Aber wir haben die Leistung und ich glaube, das ist die Leistung. Das ist die Leistung. Das ist der Freier-Manager, ja. Aber wir haben die Leistung nicht sehr. Und warum nicht gut ist? Ja, das ist gut. Ah, das ist gut. Aber ich habe da keinen. Ja, wir haben eine Rekordverbindung. Der zeigt der Bildschirm wieder. Die Auflösung stimmt. Schaut her, bitte auf. Wegen einem Dateimanager. was ist denn das? Dora 163, so wie früher. Schaut im Prinzip genauso. Das ist alles in Englisch natürlich. Das ist Spanisch. Andere kennen schon Schnappatmung. Also ja, das ist Spanisch und Schnappatmung. Schnappatmung. Aber konkret. Ja, und die Aufforderung ist wieder so. Konkret. Und da komme ich genauso auf mein NTFSX, so wie vorher. Rechte Maustasten, Gerät, Folder, Gerät, bitte drin. Aufpassen, jetzt vorhin Zugriff. Aufpassen. Was macht's? Das will ich damit sagen. Ja, du kannst es im Prinzip nur mehr an. Nein, da gibt es nicht so einen. So einen in Live-Modus ist es immer so ein Halbmann. Es gibt Live-CDs, die was ich schreibe, okay, Root gibt es meistens Tor, das verkehrte Root, T-O-R. Wo ist das so gehandhabt, okay, das ist Root. Jetzt das noch der Mastik, was du bist. Das geht jetzt da jetzt ein Rodis drauf, geht mit dem Tempel. Auf der Facebook-Karte, der CD. Kennt ihr mit dem Tempel noch eine? Also ein mit allen Partitionen und mit Schatz. Genau. Ja, manuell, ja. Ja, wieso was da ist? Im Prinzip sichern dann wir mit Klon Zieler. Das ist eine recht gescheite Geschichte. Klon Zieler, das gehört irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Zwang ist. Feilzieler ist ein FTP. Ja, genau. Feilzieler ist ein Begriff, den ihr ja. Gibt es in Linux auch. Was recht gute Sache ist, wenn wir lange überlegt haben, mit Image-Software zu verordnen, mit Image-Software, Klonzieler kann man über das Netzwerk betreiben. Nachteil, das ist ja textbasiert. Was was? Naja, du hast da ein Cursus-Menü, ein Cursus-Software. Das so, ist, das Programm mit IBA. Ja, mit so, IBA. Ja. Es ist jetzt so, so das ist nicht so, egal, so, so. Aber es ist eine recht angenehme Geschichte. Aber ja. Also Klonzieler kann ich, der was kein Geld ausgeben will, unter Anführungszeichen, kann sich das einmal anschauen. Es ist am Anfang sehr abschreckend, weil das alles textbasiert ist, aber es funktioniert. A für Minus. Darf ich ganz kurz mehr erwischen? Ja, bitte. Ich bin jetzt ganz alleine. Ich auch. Ich dürfte mir achten, wir kommen dann einzeln auf. Die kommen dann aufzahlen. Okay. Und eine Frage hätte ich noch, wegen der Weihnachtsfeier. Ui, da ist der Präsident. Der Präsident. Okay, wenn wir, dann besprechen wir das, wenn Sie. Aber Sie haben schon Zeit, gell? Okay. Gut. Der Präsident geht. Der Präsident. Ich weiß nicht, wenn ich diese Woche spreche. Wie das? Da bin ich jetzt dieser ganze Sitz. Was gibt's da sehr? Wie macht man das? Wie? Wie macht man das? Was meinst du jetzt? Klonzieler.
Ja. Ja, zuerst einmal externe Harddisk anstecken. Genau, also eine externe Harddisk. Was sinnvoll ist, dass das Vorspunkt ist. Sicher. Ja, genau. Ja, was machen wir jetzt? Okay, also gehen wir auf die John Ziller Seite. Platz das ISO oben. Das ISO ist 100, 150 MB. Ja? Gut. Bitte? Von dem Status weg, entweder von USB oder von der optischen Status. Und da kommt jetzt die große Frage, wie ist die bei einem einfach ein Dell-Tablet komplett der Status wie von keiner Zutemmelung? Wie sieht das aus? Blablabla. Wenn ich das mit dem Stimmung umgehe, darf ich was sagen? Ich hab das auch. Ist das ein ganzer, Entschuldigung, ist das ein ganzer Netz? Ja, wenn ihr braucht, der ist relativ klein. Ja, ich hab da versucht zu booten von einem USB. Ja. Dann langsam, wie wir ungefähr werden, damit das Selig und Geistig darauf einrichten kann, wie viel Essen er herrichten muss. Traditionell ist es so, dass der Club das Essen zahlt und die Getränke zahlt sich selber.